Der Tag beginnt mit News. Herzlich willkommen. Hier ist News Live. Guten Morgen, es ist Freitag, der 16. August 2024. Darüber spricht Deutschland heute. Eine Enthüllung des Wall Street Journals könnte für ein außenpolitisches Beben sorgen. Präsident Zelensky soll hinter der Sabotage der Nord Stream Pipelines stecken. Nicht sein Ernst. Jetzt will Habeck Bundeskanzler werden. Das sagte der Wirtschaftsminister in einem Politico-Podcast. Regierungsstreit um Fesers großen Lauschangriff. Justizminister Buschmanns Konter sitzt. Im Staat des Grundgesetzes machen wir so etwas nicht. Im Studio heute Morgen unser großartiger, wundervoller News-Reporter Julius Böhm. Guten Morgen. Gerade noch so ein bisschen am Nesteln am Laptop. Da muss noch einiges gerichtet werden. Und nach über einem Monat, da freuen wir uns besonders, ist er wieder da und bringt natürlich auch heute wieder Glanz in unsere bescheidene Hütte. Unser Politikchef Ralf Schuler. Schönen guten Morgen. Ja, wenn ihr wochenlang Pause macht im Sommer, ich habe schon gedacht, wir sind öffentlich finanziert inzwischen. was soll man machen? Ja? Dann sitzt man halt morgens zu Hause und weiß nicht, was man mit seinen Tagen anfangen soll. Das ist schon bitter. Aber wir finden das wirklich auch sehr schön, dass dein Tag ab heute dann wieder Struktur hat. Also für die Resozialisierung ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also ich versuche langsam wieder ins Leben zurückzukommen. Und dann weiß auch deine Frau, dass du keinen Blödsinn machst, sondern was Ordentliches hier am Morgen. Ja, darüber gehen die Meinungen auseinander, aber ich gebe mir Mühe. Sehr schön. Okay, wir starten. Ich bin Alex Borucker, recht herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch an diesem Tag mit News Live in den Freitagmorgen starten. Und eine Enthüllung des Wall Street Journals, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, könnte für ein außenpolitisches Erdbeben sorgen. Ukrainische Geschäftsleute sollen die Sabotage an den Nord Stream Pipelines geplant haben, die von einem hochrangigen General überwacht worden sein soll. Präsident Volodymyr Zelensky soll den Plan gebilligt haben. Über diese Enthüllung sprechen wir jetzt bei News Live. Im Verlauf des 26. September 2022, wir holen das nochmal kurz zurück, wurden ja beide Pipeline-Stränge von Nord Stream 1 und einer der beiden Pipeline-Stränge von Nord Stream 2 in der Ostsee gesprengt. Immer wieder gab es ja Gerüchte. Doch medial war das Thema dann irgendwann gestorben. Bis jetzt. Julius, die Reportage des Wall Street Journals über den Sabotageakt an den Nord Stream Pipelines liest sich ja sprichwörtlich wie eine Schnapsidee. Wir sind sehr gespannt auf diese Geschichte jetzt. Ja, es ist, du hast schon richtig gesagt, eine Schnapsidee. Wir haben getitelt, dass die Idee im Suff entstanden ist. Es haben sich da Privatleute eben, wie du gesagt hast, mit dem damaligen obersten Befehlshaber zusammengetan und haben diesen Plan geschmiedet, da einen Sabotageakt auszuüben und eben Nord Stream 2, ja, man muss das so sagen, in die Luft zu jagen, was am Ende auch passiert ist, weil man sagt, eine russische Pipeline ist für uns als Ukraine, als angegriffenes Land ein legitimes Ziel in so einem Konflikt. Wir müssen natürlich sagen, dass hier ist eine Recherche einer Zeitung, die mit mehreren Quellen arbeitet. Wie gesagt, man hat mit 4 Menschen gesprochen auf ukrainischer Seite, die darüber wussten oder daran beteiligt waren, mit Menschen, die auf deutscher Seite da inzwischen daran ermitteln. Und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass zu Beginn der Operation, wo Volodymyr Zelensky davon gewusst haben soll, das zumindest zugelassen haben soll, so lange, bis dann der niederländische Geheimdienst darauf gestoßen ist, davon Wind bekommen hat und dann über CIA und den amerikanischen Geheimdienst und den deutschen Geheimdienst wiederum auf die Ukraine eingewirkt hat, woraufhin sich Zelensky davon distanziert hat, sozusagen zurückpfeifen wollte, sagen wollte, nicht tun. Und die Sache hat dann doch ihren Lauf genommen. Das Ganze dafür wurde in spannender Weise, um es nicht so erscheinen zu lassen wie so eine Militär- oder eine artige Operation, hat man ein Boot gemietet mit mehreren Leuten, hat auch eine Frau mit aufs Boot geholt, damit es irgendwie logisch aussieht. Da wird eine Party gefeiert oder man fährt raus und hat eine gute Zeit mit Champagner und in der Sonne. Also ist schon eine sehr spannende Geschichte, die aber bei all dieser Komik oder all dieser komischen Inszenierung hochrelevant ist, weil es einfach ein Anschlag war auf zentrale deutsche und auch für Deutschland wichtige Infrastruktur. Ja, wir kommen vielleicht mal zur Durchführung des Ganzen. Vielen Dank erstmal für diese Zusammenfassung. Da wurde, wie gesagt, diese Yacht gemietet mit den 6 Leuten drauf. Davon waren, glaube ich, 4 Taucher, die dann in die Ostsee getaucht sind. Und jetzt wollen wir das vielleicht mal so ein bisschen aus professioneller Seite beleuchten. Ralf, du bist ja Taucher.
Ist so eine Tat in der Ostsee in dieser Tiefe möglich und welche Erfahrung braucht man da, um so ein Unterfangen durchzuführen? Ich meine, das ist ja kein Kindergeburtstag. Also ich finde es natürlich erstmal ganz charmant, dass die auch beim Terrorismus auf Frauenquoten geachtet wird und man inzwischen zum Sprengen von irgendwelchen Infrastrukturprojekten auch Champagner mit dabei hat. Das macht das Ganze natürlich etwas netter. War aber nicht ganz paritätisch jetzt, ne? Nee, also da müssen wir noch dran arbeiten. Ja, definitiv, das geht so nicht. Aber Scherz beiseite. Für die Schnapsidee und für das Ausdenken in angeheiterter Runde spricht in der Tat, dass das eine sehr anspruchsvolle Geschichte ist. Man kann wirklich nur Sporttaucher, das geht bis 40 Meter, warnen, auf solche Ideen zu kommen, selbst in diese Tiefen zu gehen. Aber das wissen die meisten eigentlich, da braucht man keine Tipps zu geben. Es ist insofern sehr anspruchsvoll, als dass in dieser Tiefe einem die Atemgase in die Gewebe und ins Blut gedrückt werden und das beim Sauerstoff zum Beispiel zum Nervengift wird und man schwere Lähmungserscheinungen bekommt. Man würde als Normalmensch, wenn man mit Normalluft taucht, würde man das nicht schaffen. Das ist nahezu aussichtslos. Aber es ist eigentlich auch kein Hexenwerk. Als technischer Taucher hat man dann mehrere Flaschen dabei. Man braucht ein großes Atemluftvolumen und man braucht halt Stage-Tanks, zusätzliche Flaschen, wo man andere Atemgase mitnimmt. In diesen Tiefen wäre wahrscheinlich ein Gemisch aus reduziertem Autosauerstoff, also weniger als 21% und einem hohen Heliumanteil wäre das Gebot der Stunde. Das rechnet man dann sehr präzise aus. Oder man nimmt gleich einen sogenannten Rebreather, das heißt ein Atemkreislaufgerät, wo die eigene Luft wieder verwendet wird, was auch dann computergestützt dir die Gemische so zuteilt, dass du am Ende keine Dekompressionskrankheit bekommst und auch keine Lähmungen. Aber das ist eine komplizierte Geschichte. Ich will die Leute auch nicht mit Tauchphysik langweilen, aber es geht. 80 Meter ist anspruchsvoll, aber ist durchaus zu machen. Für normale Sporttaucher eher nicht. Und was unangenehm ist in der Ostsee, die Sicht ist meistens sehr schlecht und es ist auch vergleichsweise kalt da unten. Also man taucht lange Zeit wirklich nur im Schein seiner eigenen Lampe und das macht es jetzt nicht spaßig, aber ich glaube, das war ja auch kein Spaßtauchgang, der da inszeniert wurde. Und man hat eine gewisse Dekompressionszeit trotz genau. der anderen Atemgase. In der Regel macht man das zwischen 20 und 5 Metern, dass man auf verschiedenen Stufen dann abwarten muss. Also für einen ganz schnellen Einsatz runtergehen, Sprengung anbringen und wieder auftauchen, so geht's nicht. Also ich glaube, Fakt ist, man braucht Profitaucher, man braucht im Grunde auch in der Vorbereitung eine militärische Ausbildung oder Grundausbildung zumindest, um das durchführen zu können. Das heißt, da muss eine gewisse Ausbildung stattgefunden haben und man braucht Zeit. Also ich habe gelesen tatsächlich, wenn man aus solchen Tiefen ungefähr 80 Metern hochtaucht, Stichwort Dekompression, dann braucht das 2 bis 3 Stunden, dass man sicher wieder hochtauchen kann, ohne Folgeschäden zu erleiden. Ist dieser Zeitrahmen richtig oder bin ich ein bisschen drüber? Ja, wenn man mit normaler Atemluft, mit komprimierter Luft tauchen würde, dann wäre das so lange. Aber wenn man ein mit Sauerstoff angereichertes Gasgemisch nimmt, und das würde man in diesem Fall tun, dann reduzieren sich die Dekompressionszeiten, weil je mehr Sauerstoff man einatmet, desto schneller bauen sich zum Beispiel der Stickstoff ab. Und wenn man mit Helium in den Tiefen unterwegs ist, dann nimmt man ohnehin weniger Gase ins Gewebe auf, weil Helium weitgehend neutral ist. Aber das ist wirklich eine sehr spezielle Materie. Aber wir sind jetzt total auf der technischen Seite. Genau, wir kommen jetzt vielleicht mal. Aber das Interessante ist natürlich, dass tatsächlich ein Tauchlehrer daran beteiligt wird. Und das, finde ich, spricht tatsächlich für die These mit der angeheiterten Runde. Weil das sind so die typischen Geschichten, die man sich unter Tauchern dann abends erzählt. Ja, ich war mal da und da und ja, das ist gar kein Problem und das liegt auf 80 Meter. Also das finde ich relativ plausibel, dass dann jemand sagt, das mache ich dir leicht. Ja. Und was natürlich interessant ist, politisch gesehen, ist das eigentlich eine sehr plausible Geschichte, so wie sie da geschildert wird, weil ja viele Theorien die Runde gemacht haben, wer dahinter stecken könnte. Okay, wir haben jetzt die tauchtechnische Seite so ein bisschen sehr beeindruckend beleuchtet mit Ralf Schuler. Jetzt kommen wir mal zu der politischen Seite. Julius, ich meine, wenn das alles so stimmen sollte, Betonung auf sollte, stellt sich doch eigentlich die Frage, ja, als Bundesrepublik Deutschland müsste doch jetzt eigentlich gegen die Ukraine vorgegangen werden. Oder ich meine, es handelt sich um nichts Geringeres als um eine Pipeline-Sprengung. Und du kannst mich gerne korrigieren. Das ist doch im Grunde ein kriegerischer Akt.
Ja, also so eine Aktion kann als Kriegsverbrechen, glaube ich, gewertet werden, juristisch gesehen. Man muss dazu sagen, die Ukraine weist diese Vorwürfe von sich. Sie sagt, sie hatte damit weiterhin nichts zu tun. Das ist ja auch seit der Sprengung 2022 die Aussage der Ukraine. Man verdächtigt Russland, sagt, die einzigen, die für solche komplizierten Maßnahmen das technische Gerät, das Know-how und die Mittel hätten, seien Russland. Das ist die Aussage der Ukraine. Die Wall Street Journal-Recherche sagt jetzt das Gegenteil, beziehungsweise belegt an vielen Stellen oder sagt zu belegen, dass eben Ukraine daran beteiligt war, dass Volodymyr Zelensky zunächst davon wusste, es sogar zulassen wollte und erst auf Druck unterschiedlicher Geheimdienste gesagt hat, nein, wir machen das nicht. Er wollte dann auch den Kollegen Valery Zaluzhny wahrscheinlich, zurückpfeifen, und der hatte dann behauptet, hat die ganze Sache laufen lassen und soll dann behauptet haben, er habe die Taucher, die, wir können sie meinetwegen auch Angreifer, Terroristen nennen, wie auch immer, nicht mehr erreichen können, was wohl nicht stimmte, und hat die ganze Sache dann einfach zugelassen, so wie es dann am Ende gekommen sei. Ich glaube, er hat so ziemlich wörtlich gesagt, das war im Grunde wie ein Torpedo. Wenn der Torpedo erstmal abgeschossen ist, dann kannst du ihn nicht mehr zurückholen. Das war der Vergleich. Die Sache, die mich jetzt sozusagen beunruhigt ist, unabhängig von dem Krieg, ist es natürlich auch aus ukrainischer Seite, gibt es da logische Begründungen, warum das strategisch sinnvoll sein könnte. Wieso kann eine für die deutsche Energieversorgung so zentrale Pipeline, die viele Millionen deutsche Haushalte im Winter warm hält, völlig unabhängig davon, wie man zu Gas aus Russland und der Situation vor und während und nach und vielleicht hoffentlich irgendwann nach dem Krieg steht, wie kann man so leicht so eine Pipeline in Gefahr bringen, zerstören? Warum wird das nicht überwacht? Das ist ein interessanter Aspekt, und da haben wir hier einen Kommentar von Karl Bunsenbrenner, den würde ich gerne mal in die Runde schmeißen. Der sagt nämlich Ähnliches. Die Ostsee ist eines der besten überwachten Gewässer der Welt. Es kann mir niemand erzählen, dass das niemand mitbekommen hat. Ist das eine Aussage, die so nachvollziehbar ist? Das ist doch... Ja. Also eine 1200 Kilometer lange Pipeline flächendeckend zu überwachen, ist sicherlich nicht einfach. Ja, die EU schafft es, jedes Feld zu überwachen mittlerweile. Ja, bei oberirdisch liegenden Geschichten kann man natürlich mit einem Satelliten drüber streifen. Ich weiß nicht, ob Satelliten bis auf den Grund der Ostsee gucken. Also es gibt allerdings Sicherungsmechanismen, die diese Rohre elektrisch so sichern, weil man über den Widerstand der Spannungsleitungen, die da anliegen, herausfinden kann, wer an welcher Stelle gerade irgendetwas manipuliert. Die Frage ist, ob es dann nicht zu spät ist. Aber die oberirdisch liegenden Leitungen sind auch nicht so flächendeckend schützbar. Wenn da irgendjemand eine andere Pipeline sprengen wollte, fürchte ich, wäre das auch nicht so ambitioniert. Man kann auch auf dem Meeresgrund nicht flächendeckend bestreifen oder ähnliche Geschichten. Und ein Segelboot, was über die Ostsee kreuzt und irgendwo anhält, ist jetzt per se erstmal nicht verdächtig. Also insofern ist der Schutz durchaus schon schwierig. Was ich eher interessant finde, kriegsentscheidend ist diese Sprengung natürlich nicht. Es ist aus der Interessensicht der Ukraine, ist das ein Schachzug, der sozusagen ein für alle Mal die Direktversorgung Westeuropas und Deutschlands mit russischem Gas unterbinden soll, weil durch die Ukraine ja die entscheidenden Pipelines gehen, von denen die Ukraine auch profitiert, durch die Durchleitungsgebühren. Und man konnte sich sozusagen das Monopol an Durchleitung, konnte man sich mit diesem Schritt sichern. Aber wenn wir uns erinnern an die Sprengung des Staudamms in der Ostukraine, die es ja mal gegeben hat, dann hat das sehr viel mehr zur Demoralisierung des Kriegs gegen das beigetragen, unabhängig davon, wer es nun gewesen ist, als das Sprengen so einer Pipeline. Das ist politisch interessant, aber es ist nicht wirklich kriegsentscheidend. Ja, wir reden drüber heute Morgen. Im Suff sollen ukrainische Militärs geplant haben, zusammen mit Tauchern, wir sprengen die Nord Stream Pipeline. Das ist eine aktuelle Enthüllung des Wall Street Journals, und das wirft natürlich viele Fragen auf. Ich meine, Julius, was meinst du? Könnt ihr diese Geschichte, wenn sie denn jemals genauso bestätigt wird, ein politisches Umdenken auslösen? Weil die politische Ebene ist ja auch die wirklich interessante in diesem Fall. Oder hofft man da auf die deutschen Medien, dass sie das nicht zu einem nationalen Thema machen und den Teppich des Schweigens wieder ausbreiten? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Also man muss ja sagen, die deutschen Ermittlungsbehörden sind da ja dran. Der erste Haftbefehl wurde gegen einen der vier Menschen auf dem Boot ausgesprochen. Leider
ist die Person untergetaucht in die Ukraine und abgehauen, konnte von den Behörden nicht gefasst, nicht in Haft genommen werden. Der Generalbundesanwalt ist da am Start und versucht das zu ermitteln, und am Ende werden es nur Ermittlungsbehörden und Gerichte entscheiden können oder versuchen herauszufinden zu können, was da dann wirklich passiert ist. Diese Recherche gibt wichtige und spannende Anhaltspunkte, die sicherlich auch die Behörden aufmerksam lesen werden. Es war sowieso total spannend, wie rudimentär und so beiläufig dieses Thema damals 2022 besprochen wurde, weil also es war ja ein terroristischer, ein kriegerischer Akt auf Infrastruktur, die auch für Deutschland relevant ist. Und das Ganze wurden dann Experten ins TV geholt, die haben mal gesagt, ja, wahrscheinlich war das Russland, weil das irgendwie auch ins Gesamtnarrativ gepasst hat, und viele Dinge von denen, die auch an dem Vorgehen und der Situation in der Ukraine kritisch zu betrachten sind, werden in den deutschen Medien nicht in dieser Form besprochen, wie sie vielleicht in besprochen werden könnten, wenn man darauf blickt, wie dass die Ukraine trotz ihrer Betroffenheit und trotz des Angriffs auf sie und ihr völkerrechtliches Recht, sich zu verteidigen, weiterhin ein sehr korruptes Land ist und dass da die Dinge alle nicht so laufen, wie wir sie uns in der westlichen Demokratien in Europa vorstellen. Darüber wird nicht so viel gesprochen, wie man darüber sprechen könnte, und ebenso auch über die mögliche Beteiligung der Ukraine, die jetzt mit dieser Enthüllung durchaus wahrscheinlich zu betrachten. Also ich muss sagen, ich fand die Russland-Theorie eigentlich immer schon die am wenigsten plausible. Man kann das allenfalls damit rechtfertigen, dass man sagt, Russland ist in der Wahl seiner Mittel sehr flexibel und würde auf alles zurückgreifen, was irgendwie kriegstauglich ist oder den eigenen Interessen dient. Das sagen auch die offiziell verfügbaren Doktrinen der Verteidigung, dass man im Prinzip da auch bei der hybriden Kriegsführung auf alles zurückgreift. Aber interessentechnisch gesehen sehe ich nicht so richtig, warum es Russland nützen sollte, eine eigene, sehr zentrale Infrastrukturader zu zerstören. So nach dem Motto, jetzt sind wir aber sauer, dass ihr euch gegen uns stellt und jetzt machen wir die Energieader kaputt, die man womöglich hätte nutzen können. Also aus ukrainischer Sicht macht es sehr viel mehr Sinn, einfach einmal, um sich die Monopolstellung bei der Durchleitung zu erhalten, von der man ja auch finanziell profitiert. Und das andere ist halt die Ansätze, die gedanklichen Ansätze, die es ja auch bei deutschen Parteien gibt. In Friedenszeiten kehren wir dann irgendwann wieder mal zu normalem russischen und billigen Gas zurück. Die kann man damit durchkreuzen. Also man wird so schnell jetzt eben nicht zu direkten Lieferungen zurückkommen können. Politisch war aber zu diesem Zeitpunkt die Pipeline eigentlich auch schon tot, weil es sich in Europa niemand hätte leisten können, einer gegnerischen Kriegspartei in dem Maße weiter Gas abzukaufen. Also insofern finde ich, vieles Plausible spricht für die Ukraine und wenig für Russland. Und dass die Amerikaner das sprengen, die Amerikaner waren immer gegen diese Pipeline. Aber warum es entscheidend für amerikanische Interessen sein sollte, kann man jetzt sagen, gut, die wollen ihr Fracking-Gas verkaufen. Das haben sie aber auch so verkauft, weil ja Deutschland sich für einen weitreichenden Boykott entschieden hat und alles aufgekauft hat, was der Markt so hergab. Also das große Problem an der Aufklärung ist aus meiner Sicht, dass gerade Deutschland immer sehr verdruckst damit umgegangen ist. Denn man muss sich klar machen, es war Deutschland unter Kanzlerin Merkel, aber auch schon vorher unter Schröder, dass diese Pipeline wollte, und zwar gegen den Widerstand der Ukraine selbstverständlich, gegen den Widerstand Polens ganz massiv. Polen immer schon sehr, sehr skeptisch, historisch bedingt gegen Russland, gegen den Widerstand auch vieler europäischer Länder, dass Deutschland sich hier eine zentrale Versorgungsader leistet. Und darüber haben sich sowohl Schröder als auch hinterher Merkel und die verschiedenen SPD-Vizekanzler hinweggesetzt. Und deshalb ist so eine gewisse Verdruckstheit da, das jetzt in dem Maße aufzuklären, wie es nötig wäre. Denn im Grunde genommen war das Projekt von Anfang an sehr, sehr umstritten. Und Deutschland hat einfach eine sehr durchaus vertretbare Autonomiestrategie gefahren und hat gesagt, naja, wenn es bei uns ankommt, sitzen wir am Gashahn. Was spricht dagegen? Hier haben wir noch einen interessanten Kommentar, den ich gerne in die Sendung einbringen wollen würde, von Leiris. Sie schreibt, oder er schreibt, die Ausführenden und die Initiatoren sind dringend zu unterscheiden, und das ist natürlich richtig, ganz klar. Julius, noch ein Aspekt. Wir haben ja lange recherchiert, aber leider kein einziges Statement eines deutschen Politikers zu Nord Stream Sabotage gefunden. Kann es vielleicht sein, dass man da schon eine gewisse Vorahnung gehabt hat, dass eventuell doch Zelensky in diesem Plan zumindest involviert sein könnte und wollte das dringend vermeiden?
Naja, es ist ja ein grundsätzliches Problem in der deutschen Wahrnehmung, der deutschen politischen Debatte, auch in der journalistischen Debatte, dass man sich so in eine Narrativecke selbst manövriert hat. Es gibt nur diesen einen Weg, es gibt nur das Thema Geld in die Ukraine, Waffen in die Ukraine darf nicht verlieren, die Ukraine muss gewinnen, Putin, Kriegsverbrecher und so weiter. Und davon ist ja auch vieles richtig. Putin hat diesen Krieg ausbrechen lassen. Er hat diesen Angriff gestartet und die Ukraine hat jedes Recht, sich zu verteidigen. Nur jeder, der auch nur im Ansatz eine Diskussion zu beginnen versucht, wo es darum geht, ist es realistisch, dass die Ukraine jemals ihr Territorium zurückgewinnen wird? Ist dieses Ziel, die Ukraine darf nicht verlieren oder Russland muss, andersrum, die Ukraine muss gewinnen, Russland muss verlieren, ist dieses Ziel realistisch zu erreichen? Jeder, der daran Zweifel anmeldet, auch mit militärischer Expertise, wird sofort in irgendwelche Ecken gestellt, Putin-Freund und so weiter und so weiter. Und das macht es natürlich schwer, wenn ich einmal in dieser Ecke bin und sage, wir müssen und ja, wir werden, komme was wolle, dann sozusagen Kratzer in der Fassade anzuerkennen oder anerkennen zu wollen, auch darüber sprechen zu wollen. Das fällt, glaube ich, einigen schwer, weil man sich sehr zweieinhalb Jahre jetzt in dieser Ecke einfach versammelt hat. Und die Deutschen haben natürlich eine große Vorliebe für Helden und für Schwarz-Weiß-Malerei. Und diese Logik, Russland muss verlieren, die Ukraine muss gewinnen, führt natürlich dazu, dass Selenskyj der Held ist und der darf nicht durch irgendwelche Kratzer beschädigt werden. Und das ist einfach unrealistisch. Es gibt keinen sauberen Krieg, genau, auf keiner Seite. Es gibt ein ganz kurzes, sehr schönes Zitat, das sagt, im Krieg gibt es weder Schwarz noch Weiß, im Krieg gibt es nur Grau. Absolut, ne? Absolut. Ja. Ich habe, wer es nachgucken möchte, ein Interview mit Sönke Neitzel gemacht, dem Militärhistoriker von der Uni Potsdam, der sagt auch ganz klar, selbstverständlich gibt es auch Kriegsverbrechen auf der ukrainischen Seite, weil einfach in Kampfhandlungen du oft in Situationen bist, wo du nicht abwarten kannst, ob derjenige, den du da vor der Flinte hast, wirklich ein Feind ist oder nicht, sondern du musst ihn ausschalten. Und wenn sich hinterher herausstellt, es war tatsächlich bloß eine alte Oma, die gar keine MP unter dem Mantel hatte, dann fällt das in der Regel weg. Man kann jetzt lange darüber streiten, ob systematisch von russischer Seite mehr Gräueltaten begangen werden als von ukrainischer. Das ist aber, glaube ich, eine Geschichte für die Historiker. Nur insofern haben wir immer schon ein etwas unrealistisches Bild gehabt. Ein Land, was sich verteidigt, greift eben auch tendenziell zu allen Mitteln. Das finde ich auch legitim, aber wir haben in der Öffentlichkeit ganz gerne immer, dass nur es einen Schurken gibt auf der einen Seite und einen strahlenden Helden auf der anderen Seite, und die ukrainische Inszenierung bedient das natürlich auch auf Kräften. Ich glaube, es anders geht es auch in einem Krieg nicht. Wenn du Zweifel an der eigenen Integrität säst, dann verlierst du an moralischem Rückhalt. Das Problem ist ja dann aber auch in der deutschen Debatte, dass die veröffentlichte Meinung, also was in den Medien, in den Talkshows von Experten gesprochen wird, die zu Worte kommen, wie in vielen anderen Bereichen relativ stark, und je weiter man in den Osten des Landes geht, sehr stark abweicht von dem, was die Menschen denken, welche Haltung sie haben und wie sie gerne politische Entscheidungen oder Lösungsversuche oder Verhandlungsansätze und dergleichen besprechen würden, was ja auch dazu führt, dass wiederum Parteien wie AfD und BSW so stark sind im Ostdeutschland und auch im Rest des Landes immer mehr Zustimmung bekommen. Dann gibt es natürlich wiederum BSW, die das ins andere Extrem treibt und von Mördern spricht, wenn man Waffen liefert an ein Land, das sich verteidigt gegen einen Angriffskrieg. Das ist auch wieder ein populistisches Extrem, das ich jetzt in keinster Weise unterstütze oder teile. Nur das Problem ist halt immer, wenn in der Bevölkerung eine Graustufe, verschiedenste Graustufen unterwegs sind, die sagen, ja, wir müssen die Ukraine bis zuletzt verteidigen, oder so schlimm ist der Putin doch gar nicht und irgendwie bringt das hier alles nichts, diese beiden Dinge zusammenzuführen in einer offenen Debatte, aber dazu tendieren wir hier in Deutschland leider nicht mehr, und spätestens seit Migrationskrise, Corona-Krise und jetzt eben den fortfolgenden Krisen, die gekommen sind, einfach gar nicht mehr. Ja, das ist, glaube ich, wirklich was wir konstatieren können. Die Debattenkultur in Deutschland ist irgendwie irgendwann falsch abgebogen, und wir können auch über dieses Thema natürlich noch eine Weile reden. Wir werden es heute Morgen nicht lösen können. Wir bleiben natürlich an der Geschichte dran. Ukrainische Militärs sollen im Suff beschlossen haben, Nord Stream 2 in die Luft zu jagen. Diese unglaubliche Geschichte können Sie gerne auch noch mal ganz entspannt nachlesen auf news.de, auf unserer Homepage news.de. Ja, und gleich bei uns, nicht sein Ernst, jetzt will Habeck Bundeskanzler werden. Das sagte der Wirtschaftsminister in einem Politico-Podcast, das gleich hier bei News Live. Wo Meinung noch zählt. News, die Stimme der Mehrheit. Hier ist News Live.
An diesem Freitagmorgen schauen wir in die wichtigsten, größten und relevantesten Zeitungen des Landes. Was steht auf den Titelseiten heute? Was sind die Themen? Bild titelt heute Morgen: Wie dreist, Asyl bei uns, aber Urlaub in Afghanistan. Die FAZ macht mit diesem Thema auf: Erster schwerer Fall von Mpox in Europa bestätigt. Die Süddeutsche Zeitung titelt: Ukrainischer Vorstoß wird langsamer. Die Armee dringt weiter nach Russland vor, verzeichnet aber Verluste. Das Handelsblatt schreibt: Bessere Förderung für die Verteidigungsindustrie. Und die Welt geht heute raus mit: In der FDP steigt die Nervosität vor den Landtagswahlen. Ja, merkwürdig, so viele Schlagzeilen im Grunde, aber über den Bundeshaushalt gibt es gefühlt irgendwie gar nichts. Das ist doch, oder? Ja, wir leben ja in einer Woche des Countdowns mit dem Bundeshaushalt. Das ist allerdings ein medial viel interessanteres Thema als an der Basis. Ich glaube, die einfache Lidl-Verkäuferin fiebert jetzt nicht damit, ob der Haushalt heute Mittag verabschiedet wird oder nächsten Montag und mit welchen Klauseln die Koalition sich jetzt über die Runden rettet. Möglicherweise gibt es heute Mittag eine Einigung. Man darf davon ausgehen, dass man versucht, mit trickreichen Raffinessen irgendwie diese 480 Milliarden so dicht zu kriegen, dass nur noch ein einstelliger Milliardenbetrag offen ist, was ja auch eine Menge Geld ist, muss ein Kleinsparer lange für stricken. Aber was ich ebenso interessant finde und was jetzt auch so nach und nach erst ins mediale Gedächtnis dringt, ist die Angriffe auf die Kasernen in Nordrhein-Westfalen und der Verdacht, dass dort am Trinkwasser manipuliert ist. Weil egal, ob es sich dabei um irgendwelche Klimaextremisten oder Linksextremisten oder ausländische Nachrichtendienste handelt, das ist tatsächlich schon ein Anschlag auf ein Infrastrukturnervensystem. Wenn du nicht mehr sicher sein kannst, ob Gift aus deinem Wasserhahn läuft, dann ist das schon eine Sache, die wenigstens Verunsicherung sät und wenn es sich bewahrheitet, einfach wirklich in die Tiefe geht. Und insofern hoffe ich einfach, dass die nachrichtendienstliche Aufklärung dieser Geschichten mit aller Entschiedenheit vorangetrieben wird. Und ganz egal wer es gewesen ist, das muss massive Folgen haben. Ja, Trinkwasser ist ein Nerv, einfach den man wirklich bis aufs Letzte verteidigen muss. Ganz klar. Absolut. Julius, hast du irgendwas? Bitte, das Erste, was du gesagt hast, was die Bild-Zeitung oben drüber gelegt hat, wie dreist Asyl bei uns, aber Urlaub in Afghanistan, das ist eine Recherche der Kollegen von RTL. Die haben sich sozusagen verdeckt eingeschleust in Agenturen, die Reisen nach Afghanistan für Menschen, die aus Afghanistan hierher geflohen sind, organisieren. Und die haben bei all den legitimen Gründen, die es gibt, auch als Flüchtling aus Afghanistan nach Hause zu reisen, beispielsweise der Tod eines Verwandten oder ein Erbfall. Oder es gibt legitime Dinge, die sind emotional, die sind familiär, da habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Aber die eben gezeigt und belegt haben, dass es systematisch und in großer Zahl darum geht und nicht in Einzelfällen, dass Menschen da einfach Urlaub machen aufgrund von Heimweh, aufgrund von Spaß an der Freude sozusagen, einfach hinzureisen, weil man hinreisen möchte. Und das ist jetzt sozusagen der nächste Hinweis, der nächste Beleg. Joachim Stamm, der Beauftragte für Rückführungen in Deutschland, hat gesagt, man darf sich da nicht, Asylpolitik muss menschlich, aber sie darf halt auch nicht doof sein, man darf sie nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Der nächste Beleg nach einem Urteil eines Verwaltungsgerichtes in Deutschland, das gesagt hat, in Syrien, man braucht keinen subsidiären Schutz in Syrien, weil man in ganz vielen Regionen in Syrien gut leben kann und da der Bürgerkrieg in weiten Teilen vorbei ist. Ebenso, wenn Menschen nach Afghanistan reisen, das sind die beiden wichtigsten Herkunftsländer für Asylbewerber in Deutschland, wenn man da Urlaub machen kann und wenn man von einem Gericht bestätigt in das andere Land eben keinen Schutz bekommen muss, dann muss man in Deutschland darüber sprechen, ob diese großen Zahlen der genehmigten Asylverfahren und der vielen, vielen Menschen, die hier sind und diesen subsidiären Schutz, diesen zeitweisen Schutz genießen, ob man da nicht darüber sprechen muss, ob das für immer und ewig gilt und ob man nicht auf diese Art und Weise auch der Asylproblematik, Wohnungsnot, den finanziellen Dingen, den Problemen bei der Integration in den Arbeitsmarkt und auch beim Thema Gewalt und Kriminalität Herr werden kann, wenn man eben solcher Hinweise und solcher Gerichtsurteile nachgeht und da konsequent handelt. Mhm. Ja, deine Worte sind richtig, nur werden sie wahrscheinlich nicht erhört werden. Naja, von den
zwei, drei Menschen, die News live zuhören, vielleicht doch und vielleicht erzählen. Ja, das ist klar. Ich meine natürlich die höhere Ebene. Das ist klar. Also ja, vor allen Dingen wird ja mit dieser Recherche eine zentrale Erzählung der Bundesregierung unterminiert, die davon ausgeht, dass Ortskräfte beispielsweise permanenten Bedrohungen ausgesetzt sind. Das ist zum Teil auch der Fall. Ich war ja öfter in Afghanistan. Die Lebensbedingungen sind nicht schön in vielen Regionen und im Süden, wo die Taliban von Anfang an ein sehr hartes Regime geführt haben, sollte man sich auch nicht verdächtig machen, da irgendwie eine andere politische Agenda zu verfolgen. Das ist tendenziell nicht gesund. Trotzdem kann es nicht sein, dass man Verwandte besucht und dann fröhlich wieder ausreist. Das ist einfach nicht die Situation, die hier möglich ist, um den Menschen in Deutschland zu erklären, warum wir zum Beispiel auch steigende Kriminalitätsraten mit afghanischer Beteiligung haben. Und das ist einfach das Irre daran. Also wir haben inzwischen mehr Ortskräfte aufgenommen, als wir jemals hatten. Und man darf eben auch nicht vergessen, dass es zahlreiche Entwicklungsorganisationen gibt, die natürlich ein Interesse daran haben, die Situation in Afghanistan weiter in der dramatischen Grausamkeit zu beschreiben, die es da tatsächlich auch gibt, gerade für Mädchen und Frauen, einfach um ihre Projekte fortführen zu können. Und denen fällt man natürlich auch in den Rücken, wenn man feststellt, es gibt da einen fröhlichen Urlaubsverkehr zurück in eines der Steinzeitländer überhaupt. Man kann, also Steinzeit ist vielleicht schon ein bisschen zu hoch gegriffen, wenn man in einzelne Regionen gibt, aber geht egal. Also ist, politisch gesehen ist das ein ziemlicher GAU. Und wenn es da keine Reaktionen der Politik drauf gibt, dann ist das schon ziemlich verräterisch. Wir sind auf jeden Fall gespannt und ich sage danke an dieser Stelle, Ralf, danke Julius, für diese wirklich wieder sehr erhellende Presseschau. Es ist 8.30 Uhr. News, das Radio, jetzt. Das Neueste aus Deutschland und der Welt. News, Nachrichten. Ich bin Alexander Kuschka, guten Morgen. Die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen sollen heute fortgesetzt werden. Das teilte das katarische Außenministerium mit. Vertreter der USA, Katars und Ägypten waren gestern in Doha mit einer Delegation aus Israel zusammengekommen. Der nationale Sicherheitsberater der USA, Corby, sprach von einem vielversprechenden Beginn. Die US-Regierung genehmigt Verkauf von 600 Patriot-Raketen an Deutschland. Das Rüstungsgeschäft hat einen Gesamtwert von 4,5 Milliarden Dollar. Die Raketen sollen die deutsche Luftabwehr stärken. Das US-Parlament muss dem Verkauf aber noch zustimmen. Die Bundeswehr hatte der Ukraine zuletzt drei ihrer eigenen Patriot-Systeme inklusive Raketen überlassen. Erneut Vorfall bei der Bundeswehr. In Mechernich wurde ein Zaun um einen Trinkwasserhochbehälter durchschnitten. Von dort beziehen eine Bundeswehrkaserne und etwa 10.000 Einwohner der Region ihr Wasser. Das Gesundheitsamt warnt sicherheitshalber davor, das Leitungswasser zu nutzen. Ein ähnlicher Vorfall hatte sich vor wenigen Tagen in einer Kaserne in Köln-Wahn ereignet. Schweden meldet Infektionsfall mit neuer Mpox-Variante. Es ist der erste bestätigte Fall außerhalb Afrikas. Sozialminister Forssmed teilte mit, der betroffene Patient habe sich zuvor dort aufgehalten. Die neue Affenpocken-Variante hatte sich zuletzt verstärkt in afrikanischen Ländern ausgebreitet. Mediziner halten sie für ansteckender als frühere Varianten. Die erste Runde im DFB-Pokal startet heute. Rekordsieger Bayern München trifft dabei auf Zweitliga-Aufsteiger Ulm. Es ist das erste Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Kompany. Titelverteidiger Leverkusen bestreitet sein Erstrundenmatch gegen Jena erst Ende August. Grund ist der Supercup am Samstag gegen Stuttgart. Das Wetter für Deutschland. Von der Mitte bis in den Süden viel Sonnenschein. Südlich der Donau später örtlich starke Gewitter, sonst dichte Wolken mit Regen und Gewittern. Am Nachmittag von der Nordsee her wieder sonniger. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 32 Grad. Hier ist News, die Stimme der Mehrheit. Stimme der Mehrheit. News live. Einen sehr schönen Freitagmorgen. Schön, dass Sie mit uns wieder in diesen Tag starten. Es ist 8.33 Uhr und es ist kaum zu glauben, aber wohl wahr. Haben Sie das schon gehört? Habeck
will Bundeskanzler werden. Das sagte der grüne Wirtschaftsminister im Podcast mit dem Magazin Politico. Er möchte sich gerne in die Verantwortung nehmen lassen. Doch was bedeutet diese Kanzlerkandidatur für die Grünen? Und was bedeutet das für die Landtagswahlen am 1. September? Diese Fragen stellen wir uns jetzt bei News Live. Und bevor wir uns diese Fragen stellen, schauen und hören wir mal rein in besagten Podcast. Du wirst eingewechselt und es steht 4-0 gegen dich. Und wenn man sagt, jetzt drehe ich das Spiel um, dann müssen alle ihre Laufwege kennen. Und davon hängt sehr vieles ab. Ja, aber sonst schenkt man das Spiel ab, oder wie? So läuft das ja auch nicht. Ich möchte mich gerne in die Verantwortung nehmen lassen, aber natürlich muss der, also für Deutschland in die Verantwortung nehmen lassen, für meine Partei, für das Projekt, für die Demokratie, für die feste Überzeugung, ja, das Wissen, würde ich sagen, dass nur die Gestaltung der Zukunft das Land zukunftsfähig macht, von Klimatechnik über wie wir miteinander reden und sprechen. Tja, Julius, was sagst du dazu? Einwechseln bei 0-4 und dann das Spiel drehen wollen, das klingt ja so, als wäre der Herr Habeck trotz der sinkenden Beliebtheit der Ampel und seiner Partei der Heiland, der uns retten könnte, oder? Robert Habeck, der ist vollkommen unbeteiligt daran, dass die Grüne Partei von irgendwann mal 28% Umfragen heute auf 10% gefallen ist, dass sie niemand mehr lieb hat, dass sie bei der negativen Sonntagsfrage, also bei dem, wenn ich auf gar keinen Fall wählen würde, auf den Spuren der AfD auf Platz 2 unterwegs ist. Robert Habeck hat damit nichts zu tun. Er wird jetzt eingewechselt und muss den Karren wieder umreißen. Er hat nicht das Heizungsgesetz gemacht. Er ist nicht der Vizekanzler dieser Regierung. Er hat nicht die Gasumlage. Er hat nicht diesen verfassungswidrigen Haushalt mit zu verantworten gehabt, was ja Lindner, Scholz und Habeck zusammen ausgeklüngelt haben. Die Atomkraftwerke hat er auch nicht abgeschaltet. Er hat die Atomkraftwerke nicht wieder besseres Wissen und mit vielleicht ein wenig gemauschelten internen Dokumenten abgeschaltet. Er hat auch nichts damit zu tun, dass in Deutschland die Wirtschaft, seitdem die Ampelregierung in Verantwortung ist, einfach stagniert, ab und zu mal minus 0,2%, dann wieder 0% und so, dass im ganzen Land überall Unternehmen pleite gehen, dass sich alle über ihn aufregen. Er hat damit nichts zu tun. Er kommt jetzt beim Stand von 0-4 rein und muss den Bock umstoßen. Und dabei wünsche ich ihm alles Gute. Ich glaube nicht an den Erfolg. Und er hat auch nicht wirklich gesagt, dass er Kanzler werden möchte. Er hat sich 5 Minuten lang drumherum gedruckst und gesagt, und dann irgendwann, ja, ich würde ja schon gerne in die Verantwortung gehen für die Partei und für das Land, und hat das dann so groß dargestellt, als wäre er wirklich aus dem Boden mit so einem leuchtenden Schein aufgestiegen und würde jetzt das 0-4 umdrehen müssen. Das ist einfach. Nun mache ich das natürlich schon ein paar Jahre, und ich finde es ja eigentlich nicht überraschend, dass jemand sich so inszeniert, aber ich finde es dann halt immer wieder wahnsinnig interessant, wie psychologisch und wie individuell Politiker so etwas aufbereiten. Also dieser Leidensgestus, den er da aufmacht, das finde ich schon sehr beachtlich. Ich verstehe nicht viel von Fußball, aber wenn man 4-0 zurückliegt durch Eigentore, muss man vorher schon dabei gewesen sein. Mhm. Also dann wirst du nicht eingewechselt, sondern du warst schon dabei, aber sei es drum. Es ist auch für die Demokratie. Also kleiner haben wir es nicht, und er muss es halt rausreißen. Also ich habe Verständnis dafür, man muss sich in der Politik auch inszenieren. Nur man muss ja mal klar sagen, nachdem Annalena Baerbock ausgestiegen ist aus dem Rennen um die Kanzlerkandidatur, blieb er nur noch übrig, und dass es jetzt auf ihn zuläuft, das ist jetzt keine Geschichte, oh, ich muss das jetzt rausreißen, ich weiß nicht was. Nee, es lief auf ihn zu und er muss es jetzt machen. Dass die Grünen ohnehin diese seltsame Theateraufführung von Kanzlerkandidaten aufrechterhalten, obwohl sie bald einstellig sind vielleicht. Also aus der Froschperspektive gewissermaßen auf die Spitze des Eiffelturms gucken, finde ich komisch. Und kann man zu seiner Rechtfertigung sagen, in einer Parteienlandschaft, die sich mehr und mehr volatil zeigt, wo also Leute runter und hoch gehen, könnten wir auch wieder hochschnippen. Das ist ja immer die Hoffnung, die Parteisoldaten so haben. Aber es ist schon sehr, sehr merkwürdig, warum, also wenn man wirklich Demut zeigen will, die er dort so ein bisschen durchschimmern lässt, auch so in der Tonlage, dann lässt man einfach sowas Großsprecherisches wie die Kanzlerkandidatur und sagt, also ich will einfach versuchen, dass das Land vorankommt, was so an Flauseln, Klauseln da so im Umlauf ist. Und dann lässt man diese glamourösen Kanzlergeschichten. Aber gut. Ich verstehe es aber auch Politiker aus praktischer, zeitlicher Sicht überhaupt gar nicht, weil es gibt halt keine Gegend in Deutschland, in der Robert Habeck weniger gemocht wird als in Ostdeutschland. Und in Sachsen und Thüringen wählen die Menschen in 2,5 Wochen oder, ja doch, 2,5 Wochen, so die Richtung. Dann sage ich doch nicht 2 Wochen vor diesen Wahlen, dass er
der verhasste Typ mit dem Heizungsgesetz Kanzler wird, weil die Parteikollegen dort, die krebsen an der 5%-Hürde herum und bekommen jetzt nochmal so einen kleinen Schubs, wie so an der Planke beim Piratenschiff von Robert Habeck Pieksner mit seinem Stock und sagt so, ha, ich werde Kanzler, zählt mal zu mit euren 5%. Ich verstehe es einfach auch nicht. Aber du bist schon wieder so berechnend. So ist doch der Robert gar nicht. Also ihm geht es doch um die Sache, ihm geht es um Deutschland. Also, ja, und da kommst du jetzt mit so kleinlichen, weil es geht doch um Inhalte. Jetzt wird es aber sehr ironisch hier. Aber ich glaube, es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen gesundem Selbstbewusstsein und Realitätsverlust. Den kennt ihr offensichtlich nicht. Wir kommen vielleicht mal zu so ein paar User-Kommentaren. Hotzenplotz schreibt, mir fehlen die Worte. Ausrufezeichen. Mona Cam schreibt, 1. April war doch schon. Wie bin ich denn in dieses Paralleluniversum gekommen oder auf diesen Planeten? Hilfe! Und Critten schreibt, dachte Habeck will Gott werden und jetzt nur noch Kanzler? Ja, kommentieren Sie auch gerne, Habeck als Kanzler, ist das was für Sie oder tendenziell eher nicht? Ralf, wie realistisch ist ein Kanzler Habeck 2025? Nochmal eine rhetorische Frage, wenn wir eben die aktuellen Zahlen sehen. Können Sie vielleicht nochmal ein paar Punkte einordnen? Also wenn wir die aktuellen Zahlen sehen, dann hätte ein Kanzler Habeck ja nur dann eine Chance, wenn es unterhalb der Grünen so viele Parteien gibt, die über die 5%-Hürde kommen, dass er Anspruch auf das Kanzleramt erheben könnte und mit einem Rudel von kleineren Parteien dann eine absolute Mehrheit im Bundestag bekäme. So viele Parteien gibt es nicht, wie er dann bräuchte. Also das wäre ja das Szenario. Ich habe mit 13% die meisten Stimmen und dann habe ich 5 Parteien, die 8% haben und mit denen komme ich dann in die 40%-Liga oder sowas. So viele Parteien gibt es da unten nicht, zumal ja die Grünen auch die Kooperation mit etlichen Parteien ausschließen. Also rechnerisch ist es nach jetzigem Stand nicht möglich, aber die Politik ist ja immer geradezu ein Tummelplatz von Leuten, die alles für möglich halten und selbst die Parteien, die jetzt bei 2% liegen, rechnen sich ja bei den Landtagswahlen noch aus, dass sie über die 5%-Hürde springen und es kann noch alles passieren und die Sichtbarkeit. Es kann in der Tat viel passieren und die Grünen können sicherlich auch ihr früheres Potenzial, was sie mal hatten, das ging glaube ich bis 28% hoch, das können sie auch versuchen weiter anzuspielen. Ich sehe die Chancen im Augenblick recht schlecht, weil sich gerade grüne Kernwähler von den Grünen verabschiedet haben, weil sie gemerkt haben, dass auch die Jugend. Die Jugend sind allerdings zahlenmäßig vergleichsweise wenige. Also man muss eigentlich eher die älteren Wähler für sich begeistern. Aber wenn die grüne Stammwählerschaft sagt, ja, also die Methode, wie ihr die bessere Welt und die ökologische Revolution erreichen wollt, die gefällt uns nicht so richtig, also dann wird es einfach schwierig. Und insofern ist es nicht realistisch. Nun kann man immer sagen, ja, wenn wir so eine Kulisse aufbauen, dann wirkt das auch wieder stark, dann zeigt das, wir haben Selbstbewusstsein und dann lockt das auch wieder die Leute an. Das sind so psychologische Geschichten. Ich neige als preußischer Protestant da eher zu Nüchternheit und sage, arbeiten wir mal ordentlich im Bergwerk und dann gucken wir, wo wir rauskommen. Es gab, die Älteren werden sich vielleicht noch daran erinnern, früher mal so eine Serie, die habe ich immer sehr gerne geschaut, die nannte sich Twilight Zone. In der Twilight Zone sind immer ganz unglaubliche Dinge passiert, die eigentlich gar nicht erklärlich sind. Und ich glaube, viele dieser Politiker, auch Herr Habeck, befinden sich in dieser gedanklichen Twilight Zone. Und wir kommen mal zu einem kleinen Kommentar von Harley Faxe. Sie oder er schreibt, in der Politik muss man sich nicht inszenieren, sondern zum Wohle des Volkes arbeiten. Ha, 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 Habeck ist genau das Gegenteil davon. 3 Ausrufezeichen. Harley und Faxe finde ich eine sehr interessante Kombination. Also sowohl das Motorrad als auch das dänische Bier. Gibt es ja in 1-Liter-Varianten, glaube ich. Und in der schwarzen 10%-Variante. Ja, die kann, glaube ich, kein Mensch trinken, außer Harley-Fahrer. Aber das ist wirklich ein ganz anderes Thema. Wir bleiben gleich mal nochmal natürlich bei unserem Kanzlerkandidaten der Herzen, Robert Habeck. Diese Bewerbung für die Kanzlerkandidatur kommt ja nach einem absurden Auftritt Habecks bei einer Rentnerin mit Wärmepumpen im Laatzen bei Hannover. Schauen wir hier mal rein in diesen wirklich bizarren Auftritt. Und es beginnt ja auch, das können wir für jetzt vielleicht mal an dieser Stelle für alle Menschen kommentieren, die jetzt im Radio dabei sind, damit, dass Robert Habeck mit einer Panzerlimousine vorfährt. Dann steigt er aus und er wirkt so ein bisschen wie der Typ von der Postcode-Lotterie. Kennt ihr vielleicht?
oder wie ein Vertreter. In weißem Hemd, schwarze Hose, natürlich Hemd offen, das wirkt dann immer sehr volksnah. Dann warten die Menschen da schon ganz selig auf den Heilsbringer. Die Menschen, Habeck. Die Journalisten. Die Journalisten, ja, ja, die, ein paar normale Menschen oder ein paar Bürger. Unsere Menschen, sagt man da. Unsere Menschen. Also das Wahlvolk wartet auf ihn und er begrüßt sie dann auch ganz gnädig. Man hängt Mikrofone denn da. Also ich sehe hier das BKA und Fotografen, Kameraleute und 4 öffentlich-rechtliche Mikrofone. Genau. Und dann gibt es auch 4 Bürger darunter tatsächlich, die da stehen und ihn herzlich begrüßen. Und es wird natürlich palavert mit großen Gesten. Alle sind glücklich und strahlen, dass Robert Habeck sie denn tatsächlich besucht. Und wenn man sich das anschaut, in der Tat, Julius, du hast es ja gesagt, das wirkt so ein bisschen bizarr. Das wirkt im Grunde wie eine komplette Inszenierung. Die ganzen Journalisten, die Mikrofone, das BKA, was ihn umgibt und mittendrin so ein paar versprengte Bürger, die ihn dann begrüßen dürfen. Und dann geht es dann irgendwann auch in den Heizungskeller. Da wird dann die Wärmepumpe begutachtet und da ist man dann natürlich auch ganz glücklich über diesen Fortschritt. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal der Grünen oder von Robert Habeck. Das stimmt schon. Diese Besuche laufen fast immer so ab und sie sind eben auch ein bisschen durchsichtig. Ja, man sollte sich halt überlegen, wenn bestimmte Politikinszenierungen abgenutzt sind, ob man sie dann einfach wiederholt. Wollte Habeck irgendwie mal zeigen, ja, meine Zahlen sind doch gar nicht so schlecht. Es gibt schon Leute, die Wärmepumpen haben und ja, das verstehe ich schon. Aber wenn es ihm darum ginge, wirklich Tuchfühlungen mit den einfachen Leuten aufzunehmen, würde er als normaler Wandersmann vielleicht geschützt und heimlich dahin gehen. Aber dann hat es keinen PR-Effekt, dann hat es keinen Multiplikationseffekt, dann lässt man es. Es ist ein bisschen albern. Wisst ihr, was ich also wirklich auch traurig an der Sache finde, es ist einfach gar nichts mehr authentisch. Weißt du, es ist einfach nicht mehr authentisch, man merkt die Inszenierung, da kommt nichts von Herzen und es macht dann einfach auch keinen Spaß, sowas zu sehen, weil das Theaterstück dann im Grunde offenbar wird. Julius, Bodyguards, Limousine, riesiger Medienauflauf, alles so ein bisschen übertrieben, oder? Da fragt man sich natürlich, ist das so gefühlt so ein bisschen das letzte Aufbäumen, die letzte große Show eines sinkenden Medienlieblings und gescheiterten Politikers auf der Suche nach Bestätigung und Liebe aus dem Volk so ein bisschen? Nach Liebe aus dem Volk nicht, weil, wie es Ralf gesagt hat, dann wäre er ja zum Volk gegangen und nicht zu einer instruierten älteren Dame mit einer Wärmepumpe im Keller. Hier sehen wir sie in Laatzen in Niedersachsen. Hat er sich dann angeschaut. Er hat dann nachher auch noch selbst ein Video publiziert. Er hat dann sozusagen nachher nochmal, das macht er regelmäßig jetzt, irgendwie so 4 Faktenvideos über Atomkraftausstieg, über Ausbau der Solarenergie und eben über Wärmepumpen, wo man immer auch so ein bisschen Unwahrheiten rausfiltern kann. Ich weiß nicht, ob wir das heute vorliegen, aber noch zeigen werden. Weil nämlich an der Stelle, man muss diesen Politico-Podcast, in dem er seine Kanzlerkandidatur zusammenmauschelt, genau hören. Der ist wirklich hörenswert, weil da sagt er auch, das Heizungsgesetz ging in die Grütze und deswegen habe ich mir vorgenommen, in der Sommerpause, jetzt mache ich eine Tour und räume mal mit diesen ganzen Desinformationen über die Wärmepumpe auf und zeige, dass die gar nicht so schlecht ist. Und macht das, indem er selbst Desinformationen über die Wärmepumpe und ihre Auswirkungen verbreitet und macht genau das, was er allen anderen vorwirft. Es ist wirklich hanebüchen, dass da Journalisten dabei sind in großer Zahl, dass das viele Politiker machen, diese Besuche da. Das ist leider politische Praxis, das ist alberne Praxis, aber wenn man wirklich die Liebe der Menschen möchte, dann würde man es geheim machen, dann würde man einfach mal in Laden, ganz authentisch, meinetwegen mit einem privaten Fotografen dabei, der es ein bisschen festhält, ja, und dann gehe ich in den Laden rein und frage, lieber Herr Becker, haben Sie aufgehört zu arbeiten oder sind Sie insolvent oder wie ist denn bei Ihnen die Lage? Nicht immer auf das Schlimme, aber das ist natürlich ein guter Punkt. Eigentlich wäre es interessanter gewesen, wenn er zu jemandem hingegangen wäre, der keine Wärmepumpe hat und sich das mal hätte erklären lassen, weil das ist ja offensichtlich das Erkenntnisdefizit, was bei den Grünen viele haben. Wenn du als Eigenheimbesitzer eine funktionierende Gastherme im Keller hast, die einen sehr hohen Wirkungsgrad hat, dann hätte er sich mal beschreiben lassen können, wie die Konstellation ist. Nehme ich jetzt nochmal in großem Maßstab Geld in die Hand, um das zu ersetzen, um ein funktionierendes System zu ersetzen? Oder warum sind denn viele Leute so störrisch dabei und wollen sich eben ihre Energieversorgung nicht aus den Händen nehmen lassen? Das wäre ja mal ganz spannend gewesen. Und das hätte auch gezeigt, dass er sich wirklich dafür interessiert, wie ist eigentlich die Lage im Lande. Macht er aber natürlich nicht. Ist zu wenig PR. Und das ist das richtige Stichwort. Authentisch sein, sich wirklich interessieren für die Menschen, das auch zeigen
echtes Interesse und das kann man leider nicht wirklich feststellen, wenn man sich diesen Auftritt anschaut. Einmal ganz wichtig, weil uns immer nachgesagt wird, wir würden die Wärmepumpe bashen oder dergleichen. Was wir hier bashen ist das Vorschreiben eines politischen Plans vom grünen Tisch aus für Millionen Menschen, die vielleicht andere Lebenssituationen oder Gelder haben. Für einen Neubau, für ein gut gedämmtes Haus ist eine Wärmepumpe und eine Solaranlage auf dem Dach, wenn die Heizung eh gerade verreckt, eine total rationale und auf lange Sicht günstigere Entscheidung. Aber eben für viele Menschen mit einem älteren Gebäude, mit eben vielleicht anderen finanziellen Nöten, mit einer anderen Einstellung, mit einem Stück Wald, das man bewirtschaftet, eben nicht. Und so kann man diesen Menschen das nicht aufzwingen und deswegen, wegen dieser Planwirtschaftlichkeit kritisieren. So sieht's aus. Nicht, weil die Technik irgendwie nicht gut ist. Und man muss auch nochmal sagen, weil es gibt ja die These, die auch immer wieder eingetreten ist, Planwirtschaft hat noch nie funktioniert. In diesem Fall ist es genauso. Ich glaube, die Wärmepumpen liefen deutlich besser, bevor sich Robert Habeck der Wärmepumpen angenommen hat. Du bist Energieexperte. Kannst du das bestätigen? Das vergangene Jahr war das Rekordjahr der Wärmepumpe und seit Robert Habeck das Heizungsgesetz, Test an den Bürgern, wie er gesagt hat. Wenn man den Bürgern tatsächlich mal am Puls fühlen wollte, wäre in diesen Tagen übrigens ein ganz anderes Thema interessant. Viele Leute, gerade mit neueren Häusern, die Niedrigenergiestandards erfüllen, leiden unter einer extremen Hitze in neu gebauten Häusern. Das Problem ist einfach, dass die Dämmung dazu auch führt, dass die Hitze eben lange steht. Okay. Und das ist natürlich auch energierelevant. Also entweder ich kaufe mir eine Klimaanlage, dann verballere ich sehr viel der ökologisch gewonnenen Energie zum Runterkühlen. Aber das sind so ein Problem, wo ich habe Nachbarn, die schlafen auf der Terrasse, weil sie in ihrem Niedrigenergiehaus nachts sich zu Tode schwitzen. Wäre mal ein interessantes Thema. Jenseits dessen, was die Politik gerne zur Kenntnis nehmen möchte. Auch dieses Thema können wir nochmal auf die To-Do-Liste bei News Live auf jeden Fall setzen. Machen wir gerne auch mal, ganz klar. Und jetzt bleiben wir nochmal kurz beim Habeck und seinem tollen Satz, du wirst eingewechselt und es steht 4-0 gegen dich. Habeck bekundet Interesse an der Kanzlerkandidatur und wenn Sie sich gerne mal ein bisschen tiefer einlesen möchten, tun Sie das gerne auf news.de, news.de. Wo Meinung noch zählt. News, die Stimme der Mehrheit. Hier ist News Live. Und wieder eine schallende Ohrfeige für Nancy Faeser. Um den geplanten großen Lauschangriff ist ein Regierungsstreit entbrannt. Verfassungsminister Marco Buschmann kontert, Innenministerin, da haben wir es ins tiefste Mark tatsächlich getroffen haben. Im Staat des Grundgesetzes machen wir so etwas nicht. Das ist ein Zitat von ihm. Ja, ihm gehen verdeckte Durchsuchungen von Wohnungen und der heimliche Einsatz von Späßsoftware durch die Polizei einfach zu weit. Über Faesers nächsten Tiefschlag sprechen wir jetzt noch in den letzten 10 Minuten bei News Live. Hier noch ein Zitat. Es wird keine Befugnisse zum heimlichen Schnüffeln in Wohnungen geben. Im Staat des Grundgesetzes machen wir so etwas nicht. Das wäre ein absoluter Tabubruch. Als Verfassungsminister lehne ich solche Ideen ab. Sollte jemand das ernsthaft vorschlagen wollen, wird ein solcher Vorschlag weder das Kabinett passieren, noch wird es eine Mehrheit im Parlament dafür geben. Das sagte Marco Buschmann gegenüber Bild. Ralf, innerhalb von 2 Tagen. Nun, der zweite Rückschlag oder Tiefschlag für Nancy Faeser. Liegt die Innenministerin jetzt wirklich am Boden? Politisch könnte man das so sehen, aber da Rücktritte oder politisch angeschlagen oder sowas für feuilletonistische Kategorien sind, es tritt faktisch in den letzten Jahren niemand mehr zurück und auch politische Rückschläge werden als solche eigentlich nicht mehr wahrgenommen, sondern ausgesessen, ist das in der Tat von der Wortwahl her eine wirklich brutalst mögliche Zurückweisung, auch für die Verhältnisse der Ampel. Also das hat man lange nicht mehr erlebt. Man kann jetzt darüber spekulieren, ob die bevorstehenden Wahlen da mit eine Rolle spielen. Buschmann hat sich ja bei anderen Projekten auch eher vorsichtig geäußert. Aber das ist so, wie er es vorgetragen hat, keine Kritik mehr, sondern das ist wirklich mit einer Keule direkt vor die Stirn geklopft. Ja. Auch wenn man natürlich sagen muss, aus liberaler Sicht ist das natürlich völlig irre, was Faeser da plant. Durchsuchungen von Wohnung in Abwesenheit des Betroffenen. Es gibt das in Ausnahmefällen jetzt auch schon, aber unter Richtervorbehalt. Man muss notfalls Zeugen dabei haben, damit eben der Betroffene hinterher auch eine Möglichkeit hat, das Ganze anzufechten und so weiter. Du kannst eben etwas nicht anfechten, wenn du nicht dabei gewesen bist und du hast auch keine Rechtsmittel. Also es ist schon ein gewagter Vorgang. Die Innenexperten haben natürlich immer solche Fantasien, die meistens auch ganz konkrete Anlässe haben. Und bei Terrorverdacht ist es natürlich blöd, wenn du
den Terrorverdächtigen darüber informierst, dass du jetzt mal suchen möchtest. Trotzdem geht es so nicht. Und dass so etwas überhaupt erstmal unabgesprochen in die Runde geht und dann den Kommentar von Buschmann kriegt, ist schon wieder so ein Stück aus dem Tollhaus. Aber wir haben uns eben nun 3 Jahre lang an Tollhaus gewöhnt und insofern another day in paradise. Da muss ich auch einfach mal, ich würde gerne einfach mal Danke sagen, weil der Marco Buschmann hat eine ganz logische, liberale Reaktion, die ich von einem liberalen Justizminister erwarte. Er hat ja viel auf die Mütze bekommen wegen der Verlängerung der epidemischen Notlage, Corona, wo er gesagt hat, das ist jetzt alles vorbei und dann ging was auch nicht vorbei. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz auch vielleicht nicht ganz den liberalen Kern getroffen. Aber hier hat er jetzt mal einen Punkt gesetzt, das finde ich sehr gut und sehr wichtig. Das wollen wir an der Stelle auch mal loben, weil einfach, wie es Ralf gesagt hat, man wird ja in diesem Tollhaus irgendwie durch nach und nach wahnsinnig, wenn die Ministerin Polizisten in Redaktionsstuben, in kritikwürdige und krude und antisemitische Redaktionsstuben, aber überhaupt gar nicht die Pressefreiheit beachtet. Wir hatten gestern hier den Verfassungsrechtler Professor Volker Böhme-Nessler, der genau auch darüber gesprochen hat, was Ralf beschrieben hat. Man darf eben nur jemandes Wohnung unter Zeugen und am besten oder im Ideal oder im Normalfall mit der Person selbst untersuchen, damit der Bürger immer noch den Blick hat, was macht die Exekutive mit ihrer Macht, mit ihrer Waffengewalt und kann ich das nachher anfechten. Und zum Glück gibt es dann auch Gerichte, die solche Entscheidungen anfechten, wie das Kompaktverbot. Also es gibt einen funktionierenden Rechtsstaat und die Regierung muss halt aufpassen, dass sie ihn nicht selbst aktiv in Misskredit bringt, indem sie ständig mit solchen wahnsinnigen Vorschlägen kommt, wie Nancy Faeser es halt leider in aller Regelmäßigkeit tut. Gestern gab Nancy Faeser im Berliner Ostbahnhof eine Pressekonferenz, an der Journalisten jeweils nur 2 Fragen stellen durften. Natürlich war unsere sensationelle Newsreporterin Zara Riffler mit dabei und die hat die Innenministerin mit den letzten Tagen konfrontiert und sie auch direkt über ihre Zukunft als Innenministerin befragt. Schauen und hören wir hier mal rein. Frau Ministerin, Ihr eigener Koalitionspartner sagt, die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts sei für eine Verfassungsministerin eine böse Klatsche. Offenbar haben Sie auch den Bundeskanzler enttäuscht, der neulich auch zu News sagte, dass wir alle davon ausgehen können, dass Sie alle Fragen geprüft haben. Deswegen möchten wir Sie bitte fragen, treten Sie jetzt zurück? Also, ich will noch mal betonen, dass wir natürlich in einem Rechtsstaat Überprüfungsmöglichkeiten haben. Und das ist auch gut so. Dafür leben wir in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat. Und wir werden auch weiterhin hart gegen Verfassungsfeinde vorgehen. Und das ist auch etwas, was ich heute noch mal sagen möchte. Es ist ein ganz normaler Vorgang, dass man vor Gericht mal bestätigt wird. Wir sind es vor kurzem bei dem Verbot der Tribunes geworden. Das war jetzt auch erst vor kurzem. Da hat das Gericht uns bestätigt. Jetzt haben wir in Teilen mal verloren. So ist es in einem Rechtsstaat. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Also akzeptieren Sie die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts nicht? Das gehört auch zu einem Rechtsstaat dazu. Und es geht ja jetzt nur im Eilverfahren. Das Hauptsacheverfahren steht ja noch aus. Okay, vielen Dank. Sehr gerne. Das Bemerkenswerte ist ja eigentlich das Lachen am Anfang gewesen, dieses so... Warum denn ich zurücktreten? Dann muss man Nancy Faeser einfach auch mal Danke sagen. Dank ihr, dank dieser Klatsche in ihr Gesicht, dank Nancy Faeser und dieser ganzen Compact-Sache war das News-Mikrofon gestern Abend in der Tagesschau, wurde von vielen Millionen Menschen gesehen, wie es da mitten vor ihr steht. Das war einfach schon mal hervorragend, dafür kann man Danke sagen. Und dann möchte ich sagen, nein, es ist nicht vollkommen normal, dass die Verfassungsministerin bewaffnete und vermummte Beamte in eine Redaktion schickt, diese schließen lässt, den Chef im Bademantel morgens um 6 Uhr weckt, die Möbel, die rechtsextremen Möbel und Stühle rausträgt und dann... paar Tage später von einem Verwaltungsgericht zurückgepfiffen wird, weil die Verhältnismäßigkeit zwischen Pressefreiheit und dem Problem, das dieses Kompaktmagazin darstellt, nicht gewahrt wurde. Das ist nicht vollkommen normal. Das ist einfach eine riesengroße Katastrophe, weil jeder Journalist denkt sich, jeder Journalist, der vielleicht von der Meinung abweicht, man muss nicht so weit abweichen wie Kompakt, aber denkt sich jetzt, sollte ich das jetzt noch publizieren? Weil am Ende schicken die mir erstmal die Bullen hier rein und das Gericht macht es vielleicht hinterher wieder zurecht, aber trotzdem ist man davon ja eingeschüchtert. Es ist einfach nicht normal, nicht verhältnismäßig und eine gigantische Katastrophe für das Vertrauen in das Tun dieser Regierung. Aber das Schöne, was wir an diesem Vorgang wirklich live sehen konnten, ist das Funktionieren von Politik und politischem Denken. Das ist so, als wenn ein Einbrecher auf frischer Tat von der Polizei gestoppt wird und sich dann lächelnd hinstellt und ein Statement abgibt. Ich möchte an dieser Stelle erst einmal sagen, dass der Rechtsstaat
funktioniert. Und ich bedanke mich ausdrücklich bei der Polizei, dass ich hier gestoppt worden bin. Das zeigt, der Rechtsstaat funktioniert. Und ich kann nicht immer Glück haben. Manchmal komme ich durch, manchmal komme ich nicht. Das ist ja, also als Rechtfertigungsstrategie ist das schon ziemlich irre. Aber das ist einfach, man sieht an diesen, und Jonas hat das ganz interessant mit einem Detail erwähnt, die rechtsradikalen Möbel. Das illustriert ganz gut die Schärfe dieses Schwerts eines Vereinsverbotes, bedeutet nämlich, dass dem Staat augenblicklich die komplette Infrastruktur dieses gefährlichen Vereins gehört. Das heißt, auch beim Verbot der islamistischen Moschee in Hamburg werden Liegenschaften und Vermögenswerte automatisch vom Staat erstmal übernommen bis zur endgültigen juristischen Klärung. Und in diesem Falle gehört eben auch die Redaktionseinrichtung, wenn ich die Rechtssicht von Frau Faeser teile, dass es sich um einen aggressiv-kämpferischen Verein zur Überwindung der Rechtsordnung handelt, gehören auch die Einrichtungsgegenstände erst einmal dem Staat, um zu verhindern, dass er weiter handlungsfähig ist und sein verderbliches Tun dort weiter verfolgen kann. Nur, das hat eben mit Pressefreiheit gar nichts zu tun. Und der Rechtsstreit geht jetzt darum, ob die Pressefreiheit hier bedroht worden ist und ob eigentlich ein Presseorgan tatsächlich so ein Verein ist oder eben nicht. Also es ist sehr trickreich, was sie da unternommen hat, auch wenn man jetzt nicht zwangsläufig Fan von Kompakt sein muss. Also ich fand das Magazin jetzt auch nicht wirklich überzeugend, aber darum kann es eigentlich nicht gehen. Das ist nicht der Gegenstand. Das Entscheidende, bis die Entscheidung getroffen ist, das wird Monate und Jahre dauern, wird sie aller Voraussicht nach nicht mehr im Amt sein und dann ist das alles kalter Kaffee von gestern, niemand interessiert sich dafür und sie hat gemacht, was sie gemacht hat. Genau. Ja, es ist 8.59 Uhr. Wir können noch eine ganze Weile weitersprechen, ganz klar. Wie immer ist das so bei uns. Ich sage an dieser Stelle danke für eine tolle Diskussion. Danke an Julius Böhm. Dankeschön an unseren Politikchef Ralf Schuler. Ich hoffe, es wurde gewürdigt, dass ich auch bei diesen Temperaturen mit Krawatte und Jackett hier stehe. Du wirst immer gewürdigt, ganz klar. Wir sagen Dankeschön an Sie, dass Sie auch heute wieder mit News Live in diesen Tag gestartet sind. Kommentieren Sie bitte weiter fleißig. Abonnieren Sie uns. Bleiben Sie uns treu. Sagen Sie es weiter, wenn es Ihnen gefällt. Allen Menschen, die Sie mögen und die Ihnen wichtig sind. Und bitte immer dran denken, der Tag beginnt mit News. Kommen Sie bitte gut ins Wochenende und ich vergesse ganz wichtig natürlich auch das noch. Transfrauen sind Frauen.